Oh, der will knuddeln. Wie finden wir das denn? Scheiße, rot. Der hat da eine eklige Bombe gelassen. Hat er bestimmt hingekackt. Ah, schon wieder so eine Stinkbombe. Hör mal auf, da hinzukacken, Digga. Der widerlich. Boah. Gerade noch ausgewichen. Wie ich das hasse. Oh, fuck. Gut, ist so knapp. Zeit für auf die Fresse. Alter, Drecksack. Ja, es war ein schwerer Fehler, sich mit mir anzulegen. Ja. Freund des Wolfes. Ja, jetzt hat der Junge das ja. Gedrückt um Runenbeschwörung. Genau. Geilen Wölfe. Haben wir den Falschen geholfen? Ich. Lass mich raten. Du hattest ja gesagt, dass wir uns nicht einmischen sollen. Das reicht. Können wir jetzt gehen? Also dafür? Für den Kommentar müsste man ihn jetzt schon wieder übers Knie legen, ne? Erinnerst du dich an die Antwort? Ja, ja. Das ist ja, ne? Das ist ja das Schlimme. Er wird ja noch schlimmer, das weiß ich ja. Tja, oh. Was steht da? Du redest nur mit mir, wenn du irgendwas von mir brauchst. Willst du mir irgendetwas sagen? Ich sagte, du redest nur mit mir, wenn ich dir irgendwas übersetzen soll. Wenn Mutter hier wäre... Wenn deine Mutter noch leben würde, wären wir gar nicht erst hier. Gott, da ist das egal, ob ich mein Kind schlage. War schön. Wenn der Junge gehört sowas von übers Knie gelegt. Dann nämlich würde ich sogar jede Strafe in Kauf nehmen. Überlegt. Es gab doch da diese eine Stelle, wo so viele... Ja, das muss da sein. Wo die Kristalle unten lagen.
Gucken, ob wir die aktivieren können. Wieder. Es ist die da. Oder die da. Heute ist sie nieder. Scheiße, da ist ja noch was. Das wusste ich ja gar nicht. Okay. Zeit für auf die Fresse kriegen. Oh Mann, was kriegen wir jetzt? So zählt das. Guter Wolf! Friss sie! Boah, Alter! Husa! Oh shit! Junge! Sei mal nützlich! Alles wird gut! Großes Schild der Bedrohung. Okay. Was? Meine Essenz der Welten. Mhm. Weltenstaub. 2 von 18? Okay. Ja, für den Staub lohnt es sich definitiv, ja. Ja, da habe ich noch einiges vor mir. Wer ja gesagt, wir. Mitgefangen, mitgehangen. War sie im Licht? Wer? Na sie. Nein, war sie nicht. Als würde es dir etwas bedeuten. Pass auf, was du sagst, Junge. Bis die Reise vorüber ist, muss sich einer von uns konzentrieren. Halte mein Schweigen nicht für fehlende Trauer. Trauere, wie du willst. Und überlass meine Trauer mir. Tut mir leid. Ich wusste nicht. Nein. Woher auch? Du weißt nicht, wie ich bin. Ich weiß, es war nicht leicht. Da hat man gerade gesehen. Synchro im Arsch. Nur Minuten vergangen. Was dich das irgendwie tröstet. Das ist gut zu wissen. Wirklich. Also, gehen wir zurück nach Midgard? Zum Schwarzen Atem? Oder meinst du, hier gibt's noch mehr zu sehen? Es gibt bestimmt hier noch mehr zu sehen, aber... kommen wir noch nicht hin. Definitiv noch nicht. Weil sonst hätte uns der Weg nicht mehr hingebracht. Aber ich muss sagen, mir fehlt 6 von 6. Ich hab
hab's nicht gesehen. Also wir werden sowas von hier nochmal herkommen müssen, definitiv. Wieso kann ich jetzt meine Axt nicht dafür benutzen zum Werfen? Wie soll ich denn... Sonst geht das doch, aber wie soll ich dann... Was ist dort sehen? Wieder da? Ihr wart beschäftigt. Messerscharf erkannt. Ich bin bekannt für meinen Blick für Details. Ihr seht aus, als bereitet ihr euch auf eine lange Reise vor. Wenn ich es nicht sehe, ist das ein bisschen schlecht. Den Abstand nicht nehmen. Aber auch von hier aus nicht näher ran. Aber auch von hier aus nicht sehen. Doch da. Ich hab's gefunden. Ich kenne einen Ort, an dem ihr vielleicht brauchbare Schätze findet. Was ist denn da im Wasser? Und? Was ist es? Oh. Du hast das nicht gesehen, ich hab's nur ganz leicht gesehen. Ich hab unten den Beutel leicht gesehen und wusste dadurch, dass ich da höher schießen muss. Ja, das Teil, dass ich 6x6 habe, das Artefakt ist. Ärgert mich gerade so ein bisschen. Oh, okay. Die kommen wieder, keine Frage. In Midgard liegt ein verlassener Tempel, den ein anderer Zwerg zu seinem Lagerraum umgebaut hat. Er ist voll mit Schätzen, die er auf seinen Reisen durch die Welten gesammelt hat. Durch die Welten? In welchen war er? Was hat er gefunden? Fafnir war ein, sagen wir, aggressiver Sammler magischer Artefakte. Je mehr er hatte, desto mehr wollte er. Keine Welt war zu gefährlich, keine Reliquie zu riskant. Einmal ist er bis tief nach Nivelheim für einen Wetzstein gereist. Ha. War bestimmt ein guter Wetzstein. Führt diese Geschichte irgendwo hin? Ja, das tut sie. Ich habe zufällig einen Zugangsstein zu Fafnirs Lagerraum. Dort findet ihr bestimmt was Nützliches. Super. Danke, Sindri. Aber gerne doch. Oh, und wenn ihr den Wetzstein findet, wäre es nett, wenn ihr ihn mir bringen würdet. Ja, eine Hand wischt die andere. Wir haben einige verlorene Gegenstände. Das sind Gegenstände, die sie auf dem Schlachtfeld hinterlassen haben. Klicken Sie, um das verlorene Gegenstand-Menü auszuwählen. Ist der Freund nicht böse, wenn wir alles stehlen? Oh, nein, keineswegs. Okay. Er ist tot. Oh, tut mir leid. Nein, das muss ich sowas von nicht mitgekriegt, dass ich was verloren habe. Und kostbare Artefakte sammelt, die einem gar nicht gehören. Gürtel des Vergessen. Schon gut aus, muss man sagen. Was immer du brauchst, junger Freund. Ja, mir fehlen dafür definitiv noch Sachen, aber sieht schon nicht verkehrt. Ich habe jetzt einfach nur mal das Level angeguckt dort, was es da bietet. Um den Kriegsgürtel. Ach, das ist das Ding, was ich noch anhabe, ja. Ja, nee. Alles mit. Kann ich wieder aufwerten? Ja, aufhören bitte. Das war jetzt das Maximum, ne? Nee, geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Aber da fehlt mir 3 Weltenstaub. Aber gut. Sonst noch was? Das ist super.
Also auf der PS4 hat es mir oft genug den Arsch gerettet, diese Fähigkeit. Da liegt aber auch nichts. Und das trotz neuer Brille, hast du es nicht gesehen? Ja, wie gesagt, ich habe es wirklich nur so ganz kurz ein bisschen da. Oh, und dann musste ich hinwerfen. Ich muss dir etwas beichten. Ach du Scheiße. All diese Stimmen in meinem Kopf. Also das war nicht das erste Mal. Als wir Brock getroffen haben, warnte mich sein Tier vor etwas, das ich in den Bäumen versteckte. Deshalb wollte sie nicht hinüber. Hat sie dir das gesagt? Naja, ich konnte fühlen, was sie gefühlt hat, wovor sie Angst hatte. Wenn das nochmal passiert, erzähl's mir. Verstanden? Versprochen. Hab ich das da übersehen? Blut? Was steht da? Ja, Vater! Was steht da? Was steht da? Es geht um den ewigen Krieg um das Licht. Meinst du, ja, stimmt, das war ja mit dem Krieg. Den Krieg, den ich beendet habe. Unwahrscheinlich. Da lag tatsächlich noch Blut. Zu sehen. Ja, es geht nur noch da lang, Junge. Hey, Brock ist auch nicht da. Ah, zu nah an seinem Bruder, ja. Ja, ja. Könnten sich über den Weg laufen. Was jetzt? Wir haben das Licht. Auf nach Midgard. Okay, dann reisen wir jetzt nach Midgard. Wir haben sonst nichts zu tun. Midgard ist der Mittelpunkt der Welt. Drücken Sie R, um nach Midgard zurückzureisen. Okay, drücken wir R. Why not? War eine krasse Vorstellung. Was für faule Leute. Schwachkopf etwa an deine Klinge gelassen? Hm? Du weißt, dass er sein Können verloren hat. Plötzlich hat es ihn verlassen. Wollte mich mit runterziehen. Hat er unser Mädchen versaut? Im Gegenteil. Auch ein blinder Schweinfurz gelegentlich mal etwas trüffel aus. Aber weißt du, was wirklich zählt? Beständigkeit. Und die trieft bei mir aus allen Öffnungen. Was hast du gemacht? Verbessert. Gut, wenn ihr fertig seid, muss ich euch um etwas bitten. Worum geht es? Da ist dieser Alchemist, Antvari. Er hat in den Völlunderminen gearbeitet. Hab schon seit vielleicht 100 Winter nichts mehr von ihm gehört. Ist wohl tot, aber vielleicht könnt ihr ihn ja finden. Er ist ein Zwerg wie ich. Trägt einen hübschen grünen Ring. Schuldet mir einen Gefallen. Sucht ihr ihn?
wenn es auf unserem Weg liegt. Oh, hab schon verstanden. Nicht der Typ, der irgendwas umsonst macht, oder? Na schön. Wenn ihr Antwari findet, soll euch was Besonderes herstellen. Dieser Zugangstein sollte euch in diese Minen bringen. Irgendwie wollen die nur was von uns, ne? Also typisch Zwerg. Für etwas, das ich euch zusammenbraue. Wenn ihr schlau seid, werdet ihr ihn finden. Kennst du noch hey, Rika, wir sind zurück. Schwarzen Atem. Na klar, wir müssen über die Brücke zum Vanaheim-Turm gehen. Gehen wir zum Schwarzen Atem oder sehen wir uns um? Deine Wahl. Ich denke mir, wir sehen uns um. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Denn ich mache nämlich jetzt erstmal Feierabend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich könnte zwar jetzt noch irgendwie so 2 Stunden lang weiterzocken, aber nee, dann habe ich ja nichts mehr zu tun. Von daher, guten Abend noch. Ich bin raus für heute. Ciao, tschüss und bye, bye.